Da kann ich anhand ein paar weniger Kennmuskeln relativ schnell relativ viel an Ergebnis erzielen. Und zwei Beweggründe sind dahinter. Zum einen für den Patienten möglichst viel an Benefit zu erzielen. Und das andere ist, das ist für mich ein diagnostisches Medium. Eine, dann gibt es noch diese Faszienzüge, die sind mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, die aber noch viel weiter gehen, die hochgehen bis Richtung Halswirbelsäule. Denn wenn das Zwerchfell in den Stress geht, dann holt es uns ja knöchern den Rippenbogen so ein bisschen zusammen. Und dann wird dieser Abstand hier eigentlich auch ein bisschen kleiner. Und dann greift so ein kleiner Muskel, der wirklich nicht viel Volumen und damit natürlich auch nicht so viel Kraftkapazität hat, dann kommt der völlig durcheinander. Und wenn so ein kleiner Muskel durcheinander kommt, in seiner Funktion, dann erschöpft der sehr schnell. So, das ist das Grobsystem, was ich da verwende, 241. Ich verwende zwei Anlageschemata, ich arbeite manuell an vier relevanten strukturellen Zonen und ich verwende ein technisches System, das ist der Luxamed. Behandlung, Reflexmuskelbehandlung in Kombination mit dem Licht. Ein, zwei Details, die es da wert sind zu beachten. Wenn ich jetzt, ich mache einfach nur mal so ein Schema, so ein Muskel in seinem Faserverlauf. Ja. Das ist jetzt mal mein Serratus posterior inferior. Den hat man ja schon einige Male jetzt im Ohr. Dann bleiben wir doch einfach mal dabei, dann ist es vielleicht einfacher und klarer. Da platziere ich meine Lichtköpfe einfach da so hin, mehr oder weniger mitten drauf. Und habe dann hier oben noch meine Finger und kann dann so ganz dezenten Zug, ohne das zu bewegen, ganz dezenten Zug, der Patient sitzt, ausüben. Und dann merke ich nämlich so ganz subtil, wie die Struktur nach und nach sich frei macht. Eine hier unten auf Sacrum. Ist egal, ob das so ist oder so. Das ist auch natürlich möglich, kleine Klebeelektroden zu verwenden. Das ist auch völlig in Ordnung und hat keinen Einfluss auf die Therapieeffizienz. Beim Kanal C haben wir hier oben kranial zwei Optionen. Die eine Option ist hier nichts. Da, das, Abduktion quasi nicht, Außenrotation gar nicht, Nullstellung auch schon nicht mehr. Und mittlerweile kommt sie hier hin. Und das finde ich in 6 Wochen gar nicht so schlecht. Und das haben wir wirklich, ich habe strukturell an der Schulter fast nichts gemacht. Einzige, eine vorletzte Woche bin ich das erste Mal wieder dran, Subscapularis bearbeitet, Coracobrachialis, um das hier so ein bisschen biomechanisch gängiger zu machen. Ja, das haben wir schon gemacht. Ansonsten bin ich nur am Rumpf gewesen, an der Wirbelsäule, LWS, BWS. HWS, C0, C1, da entstresst Kiefergelenke, entstresst, seitdem kommt sie zur Ruhe und sie gibt ihre Schulter wieder frei. Schiefgehen kann dabei nichts. Das Schlimmste, was dann passieren kann, im Kontext Mikrostrom, Licht, dass man nichts erreicht, aber dann ist der Fehler bei dem, den man im Spiegel anguckt.